Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Resident Evil 6 Folge. Cool Sweatfield im Hangar. Könnten zwar das Spiel jetzt in Online spielen, aber ich denke mir nur so, nee, kein Bock. Pierce! Alles okay, Captain. Lassen Sie den Kopf unten. Sie haben uns im Visier. Feind ist anders. Das sind also New Umbrellas Paradestöcke, ha? Huh? Ob man das so sagen kann, ich habe halt keine Ahnung. Ja, die explodieren ja auch. Mann, Piers. Kann man die nicht öffnen? Konnte man die nicht öffnen? Nein? Hä? Okay, dann waren es doch andere Boxen. Na gut. Auf jeden Fall, aber wenn ihr mehr Folgen von Resident Evil 6 sehen wollt, dann müsst ihr nächsten Monat am... Naja, wir haben fast den 31. Der wartet eben ein, zwei Wochen und dann kommt direkt schon die nächste Sage von den beiden. Wo stehen die denn? Kugeln, aber ich kämpfe lieber erstmal mit Pistole. Aber gerade echt wenig Bock, meine Munition zu verballern. Okay, einmal Heilung habe ich. Shotgun. Pistole. Alpha an HQ. Wir nähern uns Ada Wong. Hier HQ, verstanden. Oh Gott, oh Gott. Vorsicht, was haben wir? Sicherheit geht ja vor. Könnten wir erstmal looten, Pierce?
müssen die Treppe hoch. Was halt denn also, aua. Alter, das wird hart. Das ist ja wirklich ein bisschen hart. Was ist denn da oben noch mal gewesen? Ich weiß mal mit Machete oder Kampfmesser mehr gesagt, aber hey! Ganz große Klasse! Was soll denn noch alles schief gehen? Wie zur Hölle sollen wir das Schott aufkriegen? Uns fällt schon was ein. Das ist unser Job. Wir beide müssen eine Mission erfüllen. Verstanden? Ja, verstanden. Vielleicht können wir es sprengen. Ich glaube. Hey Pierce, ich habe hier was für das Schott gefunden. Geht klar. Bei dir kann man eh wahrscheinlich eh niemand, also. Alles okay? Ja, alles klar. Gehen Sie weiter, wir treffen uns schon irgendwo. Mal gucken, machen wir mal die. Ach nö. Ein Gorilla. Ist klar. Runter mit dir, Alter. Arschloch. Na, geh weiter. Na, gefühlt also. Was ist das für eine Shotgun? Ja, ich liebe diesen Granatenwerfer. Denk dran, Piers, jetzt kommt was, weil du mir helfen musst.
Ich versuche so schnell zu drehen, wie es geht, aber ich kann halt nichts versprechen. Tja, so macht man eine Tür auf. HQ, komm. Wir arbeiten weiter an der Festnahme von Wong. Kümmern wir uns jetzt um die Treppe. Nein. Nein. Gehen alle. Aua. Ja, diese Viecher halten was aus, sag mal. Nein, aber ganz ehrlich, diese Viecher halten mehr aus. Hab ich den schon? Ja. Meine Güte. Halten aber was aus. Ach ja, gleich kommt ja der. Das einzige, was man in diesem Spiel hassen kann, bei Quiz, ist immer noch das, was euch abgeht. Und zwar ein scheiß Panzer oder war das ein Düsenjet? Okay, warum kann man denn hier rüber? Das war schön, ja. Ich korrigiere. Und da kommt noch mehr Besucher. Das tut mir sehr leid, Pierce. Aber Pierce, du verschlimmerst die meistens. Drei gezielte Schüsse. Geht klar, Pierce. Geht klar. Huh!
Es gibt eigentlich hier noch ganze Munitionverschwendung, weil erstens kommen ja immer neue. Also egal was du tust, es kommen immer neue. Pierce! Roger! Schneller! Ja, ich weiß! Pierce! Einmal hätte auch gereicht! Ja. Ich versuch's! Verstanden! Eins von den Löchern konnte man ausschießen, das weiß ich noch. Aber wie genau weiß ich nicht mehr. HQ und Alpha, die Kämpfe in der Stadt weiten sich aus. Sie müssen Ada Wong sofort festnehmen. Verstanden. Sagen Sie den Jungs, sie sollen durchhalten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir sind nicht länger willkommen. Los, vorwärts! Geht klar!
jetzt nicht sterben! Mann, ey! Jetzt nicht sterben! Was sagst du zu einem, der 10-mal abgeknallt wird? Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und jeder andere auf dem Planeten. Sie und Ihre Familie haben die Welt zwar zu dem gemacht, was sie heute ist, aber ab morgen wird sich alles vollkommen ändern. Roger, Pierce, geht klar! Schnell hier weg. Ne. Auf noch so eine Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Tut mir leid, aber hey. Einfach nur nee. Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was ich jemals machen musste. Roger! Pierce! Roger! Der ist jetzt gerade nicht ernsthaft gegen die Wand gelaufen. Ganz ehrlich, ich dachte, der wäre tot. Roger!
Na, für so eine Kugel oder so. Keine Ahnung, wie es denn sowas tödlich passt, war egal. Da ist sie! Nach oben, los! Also jetzt bloß nicht sterben, das ist ein bisschen schwer, Pierce. Clonader ist tot, aber egal. Pierce. Roger. Pierce. Einmal hätte auch gereicht. Hier drüben. Ja, ich weiß. Pierce. Ja, ich weiß. Das war leicht traurig. Pierce. Roger. Wahrscheinlich ist das hier die krasseste Waffe im ganzen Spiel. Verdammt, sie spielt mit uns! Also wenn sie mit euch spielen würde, dann wäre wahrscheinlich pervers, aber egal. Und ja, die nächsten Folgen werden von Chris ein bisschen länger, als man denkt.
Und ich muss noch hören. Verschaffen Sie mir Zeit! Ich kümmere mich um die Typen. Hallo, hilf mir doch! Hilf mir doch! Piers! Arschloch! Keiner Huren so. Diese Viecher sind so Munitionsverschwendung gefühlt. Schon. Geht klar. Piers, geht klar. Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht. Schon wieder. Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu Ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo Ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die Zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Du hast mich erwischt. Hut ab. Doch jetzt gibt's kein Zurück mehr. Verdammt! Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen sofort.
Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Och nö. Alpha Team, hier HQ. Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aus Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Das heißt, retten, schießen, ballern. Und rennen. Der Landeplatz ist erfahren. Schnell! Das macht mich seekrank. Ob dieser Kahn wohl noch lange durchhält? Ich will das nicht abwarten. Also weg hier. Mist. Man braucht drei verschiedene Codes, um sie zu öffnen. Fantastisch. Mal sehen, ob wir sie finden können. Er ist tot. Es ist also noch jemand hier. Aber wir haben den ersten Code. Naja. Ich würde sagen, das war's mit der Folge Resident Evil 6, meine Herren. Wir brauchen drei Codes für die Tür. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.